Jo, hallo, heute machen wir wieder endlich mal ein schönes Video, wo ich aber nur Statist bin und Kameramann, weil wir haben ja Besuch, haben wir angekündigt und heute machen wir was Feines mit dem Ralf oder auch Ralf Dieter genannt. Was hast du Schönes mitgebracht? Ja, hallo erstmal, zwei schöne Iberico Filets, die werden wir mit Käse füllen. Bacon ummantelt, quasi wie diese Bacon Bombs, nur in klein halt und mit Filet anscheinend. So gut, wunderbar. Wer ihn noch nicht kennt, postet sehr viel, drängelt sich immer irgendwo mit Nei und wurde schon auch schon öfters angesprochen, macht doch mal selber YouTube-Videos. Heute haben diejenigen, wo sozusagen gefragt haben, die Möglichkeit, endlich mal ein ordentliches Video mit ihm zu sehen. Jo, und bei jetzt, Facebook könnt ihr auf jeden Fall ein paar Eindrücke bekommen von den Sachen, die ich so bisher gemacht habe. Und jetzt gehen wir rüber und legen wir los. Die Filets eben etwas zurecht pariert. Wo hast du die geholt, Ralf? Natürlich beim Steak Shop, Steak Lieferanten. Also direkt im Geschäft. Ja. Kann man natürlich auch bestellen. Ich verlinke sie unten. Die Filets sind einfach genial. Ja. Der Babybell dazu und ja, lass mal schnell fertig schnippeln. Und dann schauen wir wieder hin. Dann kommt der nächste Schritt. Genau, wir schneiden jetzt hier so kleine Taschen ein. Nicht ganz durch, nur dass man eben sich so eine Lücke erhält, wo man nachher so ein Babybell reinstecken kann. Jetzt fange ich auch schon so an zu reden, reinstecken. Und ihr seht, wenn man nicht unbedingt ein Werkstattmensch ist, dann kann man auch mal ohne Handschuh machen. Also von uns wird sich hier jetzt keiner deswegen aufregen. Mach uns doch den einen Grad komplett fertig. Und dann kannst du ganz in Ruhe die andere fertig machen. Okay. Ich habe gesehen, du hast da hinten ein Don Markus Gewürz. Ja, das brauchen wir auch noch. Gut, dass du es sagst. Nicht, dass du vergisst hier zum Würzen. Ah, hier hat es. Genau, und zwar nehmen wir dieses Happy Ending. Man darf da jetzt nichts Schlechtes bei denken. Damit würzen wir ein bisschen das Filet. Ein bisschen leise ist er, gell? Der entschuldigt, Kerl. Entschuldigt, Leute, ich war vor kurzem noch erkältet und von daher strengt es mich ein bisschen an, so zu schreien. Genau. Einfach von allen Seiten so ein bisschen. Dann nehmen wir unsere Baconscheibe. Rollen das Ganze einmal ein. Und dann mit einer zweiten Scheibe. Dann halt nur schauen, dass man das eine Ende schon hier unten drunter hat. Damit es nicht wieder aufgeht. Dann mit einer zweiten Scheibe so. Und fertig ist einer. Gut. Dann würde ich sagen, lass man alle fertig machen. Und dann gehen wir nach draußen. Ja, da kommt er ja. Ja. Ah, fertig. Ja, genau, fertig vorbereitet. Und die machen wir jetzt auf dem Kobinox im Hintergrund. Genau. Hockt der Säckel da. Einen leckeren Kaffee machen wir schon wieder im Perkulator. Und da steht noch so verfressen noch. Pommes! Gut, dann wollen wir mal, oder? Jo. Die lässt du jetzt direkt auf der Schale drauf? Genau, ich stelle die mit der Schale zusammen einfach auf den Grill, mittig drauf. Brenner links und rechts haben wir halt an. Und dann schauen wir halt mal nach einer halben Stunde, Stunde, schauen wir einfach nochmal nach. Deckel zugrillen. Ja. Ja, Freunde, das ist ja sozusagen meine Geburtstagswoche. Hat sich ja so ergeben, habe ich ja schon in einem anderen Video gesagt. Und die haben mir so einen kleinen Mieter mitgebracht, geschenkt zum Geburtstag. Habe ich mich natürlich riesig gefreut. Und der Radi wird den jetzt verwenden. Allerdings mit seinem Handy, weil ich springe ja eh jetzt dauernd davon. Weil der Björn, der ist ja auch da. Da schauen wir gleich mal hinter, weil der schraubt an seinem Auto rum. Genau. Ja. Wir schauen mal, ob wir den jetzt, ich sag mal, normal bräuchte man es nicht bei diesen kleinen Bällen, aber wir werden halt versuchen, mal einfach, dass wir das mal im Einsatz bekommen und zu testen, ob es auch vernünftig funktioniert. Genau, dass ich das auch einmal sehe. Aber jetzt lassen wir ihn erst einmal auspacken. Ja. Hand hin.
Das ist aber dann kein gescheites Edelstahl, wenn es dran hebt. Tja, das ist, kann ich dir nichts zu sagen. Ja, also der Mieter kommt in so einer kleinen Holzbox, sage ich jetzt einmal, die gleichzeitig die Ladestation ist. Hinten haben wir dann, wenn man es aufmacht, das Batteriefach. Da kann man dann immer gleich wieder rein tun zum Laden. Ja, also für die Zwecke jetzt so, ja, gefällt mir recht gut. Dann macht der Ralf jetzt seinen Handystart klar. Der hat ja dieselbe App drauf und dann testen wir das Ganze jetzt einmal aus. Also man muss ihn aus der Ladestation rausnehmen, dass er Kontakt bekommt, also nicht WLAN, Bluetooth. Und dann kann man das ganze Ding hier. Ja, dann wird er auch gefunden. Ja. Dann geht man auf Verbinden und dann ist er gekoppelt. Cool. Ja. Und schon. Bei mir ist es jetzt, ich habe selbst auch einen, deswegen zeigt er dir hier zwei an. Mhm. Normalerweise hast du natürlich das nur in einem. Okay. Und einstecken soll man den eben genau bis zu hier zu dieser Kerbe. Mindestens. Ja, und dann zeigt er einmal die Fleischtemperatur an, die Kerntemperatur und hier außen dann noch die Grilltemperatur. Ja, dann hätte ich sagen, wucht rein das Teil. Also normal hätte man das jetzt bei dem Filet mit dem Babybell nicht machen, aber wir haben gesagt, das Teil testen wir jetzt gleich einmal aus. Ich möchte das sehen. Genau. Und warum nicht? Werdet ihr mit Sicherheit noch öfters bei mir im Einsatz sehen. Gut, Deckel zu. Schwein, oder hier irgendwo Schweinefilet. Schweinefilet, ja. Ja. 63 Grad finde ich persönlich jetzt noch ein bisschen zu hoch. Ich gehe erstmal so ruhig auf 60 Grad. Okay. Also in Ordnung wäre es von dem Wert her, aber man könnte auch normalerweise bis an 70 gehen. Aber bei der Qualität vom Fleisch, dem vertraue ich schon, dass man das auch mit weniger Temperatur genießen kann und schön saftig bleibt. Gut. Dann grillen, 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 grillen. Ah, innen Zieltemperatur und die Außentemperatur. Okay. Und die Kochzeit wird jetzt geschätzt. Also für alle, die einmal Beilagen machen wollen, später zeige ich dir auch an, wie lange das noch dauern wird. Ist die Kochzeit ziemlich genau, weil du hast das Ding ja schon öfters jetzt im Einsatz gehabt? Ja, also bei so einem Nackenbraten zum Beispiel habe ich festgestellt, dass da schon so 10 Minuten Toleranz drin okay, ist. Okay, okay. Ist ja nur ein Schätzwert, steht ja auch drauf. Wird eingeschätzt. Eingeschätzt. Meine Kochzeit, das ist Grillzeit, Leute. Ändert diese App. Du Hans Wurst, ich hab gedacht, du bist am Auto beschäftigt. Das ist Kaffeepause. Gönn ihm doch mal eine Pause. Okay, ich hab da einen Zucker mitgebracht. Ich danke dir. Und ich nehme jetzt auch noch einen Kaffee und dann gucken wir mal schnell hinter, was der an seinem Bollerkarrer macht. Ralf, was hast du jetzt hier gemacht? Ich habe jetzt den Bacon noch ein bisschen angeknuspert, weil irgendwie, also bei mir zu Hause, werden die auch hier drauf knusprig. Ja, du, dein Grill hat definitiv wahrscheinlich mehr Bums. Genau, und bei diesem hier helfe ich jetzt ein bisschen nach. Ja, Tuning. Und jetzt schauen wir mal nach hinten, was der Dortmunder auf der Hebebühne macht. Ein Dortmunder auf der Hebebühne. Mit total dreckigen Pfoten. Oh. Du bist ja eklig. Ja, bin ich. Ja, also im Moment tut man Kühlwasser ablassen. Da kommt dann ein neues Thermostat rein. Ölwechsel hat man gemacht, Ventildeckeldichtung, Bremsscheiben und Bremsbeläge haben wir gemacht. Ja. Wie lange brauchst du noch mit der Scheiße hier? Weiß ich noch nicht. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Oder bis Sonntag Zeit, ganz gemütlich weg. Nein, so lange soll es nicht dauern. Der wird wohl heute fertig. Das reicht schon wieder. Mehr wollen wir hier aus der Werkstatt im Grillvideo gar nicht drin haben. Okay, Leute. Wir gehen dann wieder vor, weil bald können wir essen. Tja, Leute. Ich würde mal sagen, wir wären soweit fertig. Lupfen Sie den Deckel. Oh, die sehen doch mal jetzt richtig lecker aus. Ja, nehmen wir auch mal. Ja, und dann machen wir gleich einmal unser Probiererle hier. Ist heiß? Nein, überhaupt nicht. Raus mit dem Ding. Also, der Mieter, muss ich sagen, funktioniert hervorragend.
anschneiden und probieren. Ja, Handy brauchen wir da nicht mehr. Wo ist denn der Käse hin? Der ist schon hier so an den Seiten verlaufen, siehst du? Ah ja. Okay. Ja Leute, und dann werden wir ein Probiererchen machen. Genau. Ja Leute, dann machen wir wieder ein Quattro Probiererle. Und ab in Hals. Guten. Grandios. Sehr gut. Ist sehr lecker, komplett stimmig. Ein Garpunkt würde ich sagen, auch sehr gut getroffen. Ast rein, was will man mehr? Ja. Käse, Bacon, Fleisch, man ist glücklich. Ich will mehr. Voll saftig. Also, wir werden das jetzt nebenbei verspeisen. Ja. Fazit haben wir ja so mit Jean gesprochen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Das wird dann dein Video sein. Ja. Weil mit ihm machen wir auch noch komplettes YouTube-Video. Richtig. Und ich mache morgen noch was Leckeres. Oder wir machen ein Gemeinschaftsprodukt draus. Das werden wir dann sehen. Also Leute, bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Wenn wir hier jetzt so schauen, obwohl die Dinger jetzt eine ganze Weile in der Fritte waren, haben die knapp 60 Grad. Also ab auf den Grill zum Nachziehen.